Hallo, an die Geräte zu Hause. Es ist Donnerstagabend, es ist der 7. März und wir haben rund 19.35 Uhr. In diesem Clip geht es heute nach 2 Wochen wieder um den Stanpur 500. Genauso wie vor 2 Wochen fange ich diese Woche auch an, diesen kleinen Clip auch an, dass wir hier halt diesen enormen Anstieg hatten. Und ich sagte letzte Woche auch, das ist zu viel. Das waren 9 Kerzen hintereinander, das ist nicht gut. Das ist jetzt die Kerze für diese Woche, inklusive eben halt jetzt Donnerstag 19.32 Uhr. Geht also noch ein bisschen. Ich erachte die Wahrscheinlichkeit, dass wir die positiv abschließen, für relativ gering. Von der Woche her werden wir ziemlich weich im MACD. Wir bekommen noch kein perfektes, aber wir bekommen eine Weichheit im Stanpur 500 über den Oszillator. Und das hier wäre eigentlich aus Wochensicht das Ziel, erstmal 2671, das ist die 20-Wochen-Linie. Die Bänder gehen nicht mehr zusammen, nicht auseinander, gehen also völlig parallel. Das zeigt mir, dass die Volatilität weiter auf dem Rückmarsch ist. Ich gehe mal mit Ihnen auf den Tag, dass wir die Unterstützung und Widerstände besser sehen können. Voilà, der Tag. Vor 2 Wochen sagte ich, dass der Stanpur sucht den Widerstand von 2820 und erst dann macht er neues Terrain frei, vielleicht zum Alltime hoch. Aber der hat natürlich völlig versagt, 2818 war das High. Habe ich mich um 2 Punkte geirrt, das habe ich schon mal schlechter gelegen. Finde ich eigentlich ganz gut. Deswegen, wir haben jetzt hier also echt ein Bollwerk, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Um den Bereich 2820, wenn das mit Schlusskurs gebrochen werden sollte, können Sie davon ausgehen, dass der ganz schnell hochgeht bis zu 2900, aber ich sehe momentan nicht, dass er das macht. Die tägliche Technik ist über den Trendfolger schon deutlicher negativ und über den Oszillator sowieso. Wir handeln unterhalb der 20-Tage-Linie und wir haben heute auch wieder die 200-Tage-Linie gesehen. Meines Erachtens nach ist der sinnvollste Chart oder die sinnvollste Chartunterstützung hier, der Bereich von 2680. Dieser da. Da lege ich mir auch einen Alarm rein. Das kann man hier mit dem System recht schön machen. Hier da drauf, Alarm erstellen und dann bekomme ich aufs Handy. Wenn der also irgendwann den mal touchiert, dann werde ich auch beim Rasenmähen, was ich noch nicht mache, angebimmelt. Ich finde, das ist ein so großes Bollwerk, der muss sich jetzt eben mal eine Pause holen. Und die sollte durchaus runtergehen bis in diesen Bereich, mindestens unteres Band, eher noch ein bisschen runter. Das hier ist die Chartunterstützung. Deswegen, ich nenne ihn auf diesem Niveau, ich nenne ihn auch einen Schein, der da in der Nähe liegt. Allerdings nur für die Watchlist momentan. Einfach schon mal einspielen, angucken, dass Sie den zur Hand haben. Und das ist ein 2619er, ein Open End von Goldman Sachs. 2619, da sind wir ungefähr hier. Nochmal, es ist noch nicht so weit. Das ist lediglich erstmal für die Watchlist. Das hat die Kennnummer, oder dieser Schein hat die Kennnummer für die GA15XH. Interessanter finde ich allerdings nach wie vor die Puts. Der Put, den ich das letzte Mal genannt hatte, der lag hier oben, 2800, ich glaube es waren 69. Da kann ich jetzt schon mal ein bisschen runtergehen. Das heißt, den Hebel auch noch ein bisschen hochnehmen. Den nehme ich jetzt mal in dem Bereich von 27. Das finde ich sogar immer noch zu wenig. Ich nehme hoch auf 31. Ja, passt doch hier. 2845. Da haben wir genügend Sicherheitsabstand zu diesem Plateau, was ich gerade eben nannte, von diesen 5 Punkten hier. Das heißt, wenn wir da drüber gehen mit Schlusskurs über die 2820, habe ich noch Platz, um den zu stoppen. Das ist eine Basis 2845, ebenfalls ein Open End, auch von Goldman Sachs. Und der hat die Kennnummer GM7 FG1. Ich gehe also nach wie vor davon aus, dass nächste Woche oder noch in den nächsten Handelstagen wir eher nochmal das untere Terrain testen, als dass wir hier neue Highs machen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.